بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind jetzt mit unserem zweiten Unterricht und mit unserem zweiten Ders, also unserer zweiten Lektion, mit dem Thema noch التحية والتعارف. Und hier haben wir wieder zwei Dialoge, was ein bisschen vom Alten hat und ein bisschen was Neues. Und zwar sagt hier Muhammad, Assalamu alaikum, und Sharif sagt, Wa alaikum assalam. Das ist eben die Begrüßung, Frieden soll auf dir sein, auf euch sein, und auch auf dir soll Frieden sein. Muhammad, min aina anta. Min heißt von. Aina heißt wo. Ente, du. Von wo bist du? Und wie gesagt, das Sein, das Verb Sein, ist im Arabischen nicht vorhanden. Also es ist in der Gegenwart ein bisschen vorhanden, aber man benutzt es nicht so viel. Also von wo bist du? Sharif, Ana min Pakistan. Ana heißt ich. Min von Pakistan ist Pakistan. Meistens das P im Deutschen ist öfters B im Arabischen. Ana min Pakistan. Muhammad, hal anta Pakistani? Bist du Pakistaner? Sharif, naam. Wir lösen das erstmal nochmal. Hal. Im Deutschen würden wir jetzt das Verb einfach nach vorne bringen. Aber im Arabischen gibt es ein extra Wort, damit wir die Frage stellen können. Und zwar hell zum Beispiel. Es gibt noch andere, aber das ist jetzt das, was es uns gegeben hat. Und zwar hell. Anta, du, Pakistani, Pakistaner. Also das Land ist Pakistan. Und zu sagen, du bist Pakistaner, fügst du einfach ein Ja hinzu. Pakistani. Sharif, Naam. Naam heißt ja. Ana Pakistani. Ich bin Pakistaner. Wama jinsiyatuka anta. Wa und ma was? Jinsiya heißt deine Nationalität oder Staatsangehörigkeit. Deine Diskriminierung anta. Die Antwort ist dann Ana Turkiyun. Ich bin Türke. Ana min Türkiyun, Türke, die Nation. Ahlan wa sahlan ist sowas wie, da sind einige Wörter. Ich will jetzt nicht viel in die Details kommen, das habe ich in dem anderen Buch einmal erklärt. Bitte. Min aina anta? Ana min Pakistani. Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma جنسيتك أنت؟ أنا تركي، أنا من تركيا. أهلا وسهلا. Genau, super. Jetzt Yusuf, du bist dran. السلام عليكم وعليكم السلام. من أين باكستان؟ هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي، أنا من تركيا، أهلاً وسهلاً. Genau, super. Natürlich müssen wir achten, dass dieses أهلاً ein ganz normales H ist. Also nicht, dass wir dann أهلاً sagen, zum Beispiel, dann könnte es man vielleicht falsch verstehen. Bei den Arabern ist es so, dass eine kleine Verlängerung oder Verkürzung und sie verstehen das Wort nicht mehr. Das habe ich am eigenen Leib erlebt. Hat jemand hier in diesem Dialog Fragen? Okay. Nein, ich habe es verstanden, Alhamdulillah. Super. Dann gehen wir zum zweiten Dialog, und zwar Maryam und Zainab. Maryam, assalamu alaikum. Zainab, wa alaikum assalam. Min aina anti? Ana min Misr. Min aina anti? Von wo bist du? Weiblich.
Anna min Misr, ich komme aus Ägypten. Misr heißt Ägypten. Hel enti Misriya, bist du Ägypterin? Jetzt beim Ägypter würde es Misri sein. Hel ente Misri. Beim Weiblichen fügen wir noch ein Ta Marbuta hinzu. Hel enti Misriya. Zeynep, nam, Anna Misriya. Ja, ich bin Ägypterin. Wama jinsiyatuki, und nicht jinsiyatuka, sondern jinsiyatuki, enti. Mariam, Anna Suriya. Ich bin Syrerin. Ein Syrer würde Suri sein. Anna Suri und weiblich Suriya. Anna min Suriya. Ich komme aus Syrien. Ahlan wa sahlan. Abdelbaki, kannst du bitte lesen? Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriya? Na'am, ana Misriya. Wama jinsiyatuki anti? Ana Suriya. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Genau, super. Glaube ich, bei mir gibt es kein Shadda. Ana min Suriya. Ach so, okay. Okay, jetzt Yusuf. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Min aina anta? Min aina anti? Okay. Ana min Misr. هل أنت أن هل أنت مصرية؟ نعم أنا مس أنا مصرية وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية أنا من سوريا أهلا وسهلا. Genau. Also nochmal wieder أنا من سوريا. Aber ich werde nochmal danach gucken. Inshallah. So, dann gehen wir zur nächsten Seite. Schneckentempo, glaube ich. Und da eben Tedribat. Wir haben als erstes, ich versuche den Leser dazu zu benutzen, den Spotlight. Erstens, was Nationalität? Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Okay, Laptop, sie wäre alles jetzt gehört. Ist ja auch gar nicht mein Laptop. Okay. Was ist Nationalität? Das zweite ist weiblich. Dann kommt Anna, ich. Und auch Anna fürs Weibliche ist auch ich. Sei es männlich oder weiblich, es bleibt Anna. Und dann die zweite Zeile. Pakistan heißt Pakistan. Turkiya, Türkei. Misr, Ägypten. Suriya, Syrien. Pakistaner heißt Pakistani. Türke heißt Turki. Ägypterin heißt Misriya oder Misriyatun, also je nachdem, wie das jetzt oder was das jetzt sein wird. Nominativ, Akkusativ, Dativ oder so. Je nachdem wird es sich dann auch ändern. Aber das Eigentliche ist Misriyatun. Und dann Suriyatun. Wenn wir das jetzt umdrehen würden, dann wäre das Weibliche, also Pakistanerin, Pakistaniya oder Pakistaniyatun. Türkin, Turkiyatun, also Turkiya. Ägypter, Misri. Und Syrer, Suri. Möchte jemand vielleicht ein anderes Land herausfinden oder wissen möchten? Indonesien. Oh, da hast du die... okay. Indonesien, das Land Indonesia. Indonesia. Und der Indoneser, Indonesi. So.
Und das weibliche Indonesia. Genau. Noch ein Land? Israel. Israel gibt es nicht. Du könntest Philistin sagen. Philistin, Palästina, Philistin und Palästinenser, Philistini und Palästinenserin, Philistinia. Okay. Jetzt würde ich mal dann fragen, was heißt Deutschland? Almania. Okay, jetzt Abdulbak hat Almania gesagt. Yusuf, was sagst du? Almania und Deutsche ist Almani. Genau. Und Deutsche? Almania. Almania. Also das hier hat ein Schänder. Okay. Super. Jetzt gehen wir zu den Tadrib. Sil, also verbinde Bein al-Kalima und Sura. Also verbinde zwischen dem Wort und dem Bild. Wir haben hier den Pakistaner und hier dann eben das Land. Jetzt das Wort unter dem Pakistaner ist Pakistan. Abdulbaqi, ist das Wort jetzt für das Bild genau darüber oder das Land? Pakistan. Das Land. Genau, super. Und Pakistan ist dann? Pakistan? Pakistani, da wo mein Spotlight gerade ist. Pakistaner. Genau, also die Person auf der rechten Seite. Also mit einem Chat, das ist die gesprochen wird. Oder wie? Und er sagt, Suria, ist das Land oder so? Das Land. Genau. Ist das die Person? Das Land. Genau. Super. Ja, hat ein Schätzer, aber es ist das Land. Okay, deswegen sage ich, fokussiere dich nicht auf den Schätzer, sondern fokussiere dich lieber auf den Ja. Okay. Okay, also Yusuf hat gesagt, Türkiye ist das Land. Und Türki? Die Person. Die Person, genau. So. So, das Bild ist jetzt, glaube ich, angekommen bei euch. Und zwar Ahmed und Bedr. Ahmed ist ein bekannter Name. Bedr ist der Vollmond. Und den kann man eben als Namen auch geben. Badr. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Hada achi. Hada lernt man eigentlich immer als erstes. Hada heißt das. Dann, denn dieses Wort ist sehr wichtig, weil mit diesem Wort kannst du eine Frage stellen, wo du dann dein ganzes Wissen ereignen kannst. Und zwar, was ist das? Und so kannst du dann immer lernen, oder so kannst du immer neue Wörter lernen. Ma hadha. Hadha achi. Ach bedeutet Bruder. Achi, mein Bruder. Und in Deutschland wird es ja öfters auf der Straße gesagt. Also hadha achi, das ist mein Bruder. Huwa mudarrisun. Huwa heißt er. Mudarrisun heißt Lehrer. Badr, ahlan wa sahlan. Herzlich willkommen. Ahmed sagt dann, hadha sadiqi. Das ist mein Freund. Sadiq, Freund. Und das hier ist dann eben mein. Hadha sadiqi. Huwa muhandisun. Huwa ist er. Muhandisun, Ingenieur. Al-Akh, der Bruder. Ahlan wa sahlan. Ahmed, ma'a salama. Also was wie mit Frieden.
Also das ist dann eben Verabschiedung, also wie auf Wiedersehen. Ma'a salama. Und Badr, ma'a salama. Natürlich gibt es ganz viele andere also Arten, wie man sich verabschieden kann. Aber das ist jetzt eine Variante. Ma'a salama. Abdelbaki, kannst du bitte lesen? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hada akhi. Huwa mudarrisun. أهلا وسهلا هذا صديقي هو مهندس أهلا وسهلا مع السلامة مع السلامة Jetzt Yusuf. السلام عليكم وعليكم السلام هذا أخي هو مدرس أهلا وسهلا هذا صديقي هو مهندس Ahlan wa sahlan, ma'a salama, ma'a salama. Super. Jetzt haben wir das weibliche Dialog, und zwar Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Zwischen Neda und Huda. Hadihi ukhti. Und hier seht ihr, dass es sich geändert hat, und zwar hadha wurde zu hadihi. Also hadha das männliche, das, und das weibliche ist dann hadihi. Und aus Ach wird Ucht. Und meine Schwester, Uchti. Hadihi Uchti. Dies oder das ist meine Schwester. Hier, sie, nachdem es Hua war, er, Tabibatun, Ärztin. Und Arzt ist Tabib. Ahlan wa sahlan. Hadihi Sadiqati. Und hier sehen wir dann wieder, aus Sadiq wurde Sadiqatun oder Sadiqa. Und meine Freundin, Sadiqati. Hier, Talibatun. Sie ist Studentin. Und Student ist Talib. Al-Ukht, die Schwester, Ahlan wa sahlan. Ma'a salama, ma'a salama. Abdelbaki, kannst du lesen? السلام عليكم وعليكم السلام هذه أختي هي طبيبة أهلا وسهلا هذه صديقتي هي طالبة أهلا وسهلا مع السلامة مع السلامة يوسف kannst du bitte lesen السلام عليكم وعليكم السلام هذه أختي هي طبيبة أهلا وسهلا هذه صديقتي هي طالبة أهلا وسهلا مع السلامة مع السلامة مع السلامة nicht مع السلامة ich habe kürzer gemacht سبحان الله natürlich dieses مع السلامة das gibt es das macht man im Dialekt also im syrischen oder ägyptischen Dialekt da machen die diese Kessel und so weiter also ist kein Problem kannst dich daran gewöhnen dann wirst du wie ein richtiger Ägypter also Syrer dann merkt man dich nicht So, wir gehen dann auf die nächste Seite. Hat jemand irgendwie welche Fragen? Ich habe keine. Keine Fragen. Hier haben wir dann die Wörter getrennt. Ich versuche mal diesen Spotlight dann wieder zu nutzen. Und zwar haben wir dann Mudarris. Mudarris ist Lehrer. Weiblich, also Lehrerin, wäre dann Mudarrisa. Einfach Ta Marbuta hinzufügen. Dann haben wir Taliba. Taliba heißt Studentin. Natürlich zwischen Schüler und Student oder Schülerin und Studentin macht man nicht so einen großen Unterschied. Deswegen hat man auch dieses Bild jetzt gezeigt. Eigentlich Taliba oder Talib ist eben der eine hohe Stufe erreicht hat, also in der Universität zum Beispiel ist Student. Aber ist man zum Beispiel in der Grundschule, in der Mittelschule, Oberschule oder so, dann ist er immer noch Schüler. Und deswegen dann Tilmiz oder Tilmize. Aber wie gesagt, man achtet nicht viel darauf. Und dann haben wir als drittes Wort Tabibe, Ärztin. Und der Arzt ist dann Tabib. Dann den Ingenieur, Muhendis. Und die Ingenieurin, Muhendisa.
In der zweiten Zeile haben wir dann Ach, was Bruder heißt. Und Ucht, was Schwester heißt. Und dann Sadiq, Freund. Und Sadiqa, Freundin. Hada ist dann das. Und Hadihi ist das, aber für weiblich. Hua ist er und hier ist sie. Jetzt gehen wir wieder zu den Tadribat, zu den Aufgaben. Und zwar Mudarris. Das Wort Mudarris Abdul Bari. Ist es das erste Bild, also was darüber ist, oder das Bild daneben? Das Bild daneben, das ist ein Lehrer. Genau. Genau. Mudarris heißt Lehrer und das ist das Bild, wo dieser Mann ist. Und Taliba? Das Kind, also die Schülerin, das genau, rechte Bild. Studenten. Genau, das rechte Bild, die Studentin oder die Schülerin. Dann gehen wir runter. Yusuf, Tabiba. Rechts oder links? Bild. Genau, links. Das linke Bild, super. Und Mohandes? Das rechte Bild. Genau. Tabiba heißt was nochmal? Ärztin und Mohandes Ingenieur. Genau, super. Jetzt eins darüber. Sadiqa Abdul Bari, rechts oder links? Das rechte? Genau, das Mädchen. Rechte Bild. Genau, Mädchen. Freundin. Und Sadiq? Das linke Bild. Genau, super. Also, okay, Yusuf, hada. Rechts oder links? Links. Genau, links mit den Männern. Genau. Und Hadihi? Das rechte Bild mit den Frauen. Okay. Super. Gerade hatten wir drei, glaube ich, oder? Oder? Drei. Okay, dann bleiben wir hier in Schalaf 10 und nächste Woche fangen wir dann mit der vierten Lektion an. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة